Herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Ich bin Alex und werde euch heute etwas über die Mythen der Rumpfkraft erzählen. In den letzten Jahren habe ich viele Videos und Beiträge über das Thema Rumpfkraft gesehen. Gerade im Bereich Calisthenics oder Bodyweight Training hört man immer wieder die Annahme, dass die Rumpfkraft am wichtigsten sei, wenn es um schwere Übungen wie Frontlever, Planche oder Human Flag geht. Aber leider stimmt diese Aussage nicht. Lasst mich das anhand eines Beispiels erklären. Hier sehen wir eine Human Flag. Wie bei allen Übungen am gestreckten Arm entstehen die größten Kräfte im Bereich des Schultergürtels. Dieser Bereich muss die Kraft aufbringen, um den ganzen Körper in der Horizontalen zu halten. Natürlich muss der Rumpf auch arbeiten. Er sorgt dafür, dass der Körper unterhalb des Beckens nicht absinkt. Der Schultergürtel trägt aber eine viel größere Last, da er den gesamten Körper unterhalb des Schulterblattes halten muss. Dieses Beispiel kann man auf so gut wie alle Kraftübungen am gestreckten Arm übertragen, sei es Frontlever, Planche, Backlever oder Handstand Presses. Es macht demnach auch wenig Sinn, unzählige Rumpfübungen zu absolvieren, wenn es darum geht, die Kraft im Bereich des Schultergürtels aufzubauen. Viele Muskeln des Oberkörpers verlaufen in das Schultergelenk und haben ihren Ursprung oder ihren Ansatz im Bereich des Schultergürtels und des Oberarmknochens. Die Kraft und Kontrolle über diese Bewegungen entscheidet, ob ihr die fortgeschrittenen Übungen am gestreckten Arm schafft oder nicht. Ein gutes Beispiel ist die Übung Scapular Raise Hold. Wie ihr sehen könnt, ziehe ich bei dieser Übung nur die Schulterblätter zurück und lasse den Rumpf locker. Dadurch kommt mein Oberkörper von allein in eine horizontale Position. Würde ich jetzt die Beine nach vorne bringen und meinen Rumpf anspannen, wäre das Resultat der Frontlever. Aber Achtung, auch ab diesem Punkt spielt die Rumpfkraft nur eine untergeordnete Rolle. Denn sobald ich die Beine ausstrecke, hat auch der Schultergürtel aufgrund des längeren Hebels mehr Last zu bewältigen. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video einige eurer Fragen zum Thema Rumpfkraft beantworten. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, abonniert uns auf YouTube und Facebook. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es doch bitte mit euren Freunden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald, Alex.